Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben und haben tatsächlich den Dämon der Trägheit, heißt er mal nicht, den Garrus gemacht. Und wir haben etwas Überlänge gemacht, was bei diesem Projekt eigentlich Tagesordnung ist. Na gut, 30 Minuten versuche ich hier immer einzuhalten. Letztes Mal waren es 34 Minuten. Da hinter der Tür sehen wir schon auf dem Minimap, wird ein heftiger Kampf stattfinden. Drachenjunge. Kommen wir etwa einem Drachen gleich? Wenn wir zum Drachenjunge kommen. Zack, bin ich aufgestiegen. Nee, es war wieder so eine Heilung von der einen Braut hier. Von der. Nicht Morrigan, sondern der Wiener. Mann, die sehen so hässlich aus mit diesen Kapuzen, ne? Das ist unglaublich einfach. So. Ist auch gar nicht laut hier, diese dämlichen Soundeffekte hier. Du kannst die Kampf. Schau mal, so wie das jetzt ist, ne? Ist das einfach übel leise. Was ist das denn? Makari Kriegsbemalung? Dann kann ich dem Michel geben. Ach, wie geil. Dann nehme ich direkt alles mit. Nee, hier so das normale Rumlaufen, die Gespräche sind alle in einer guten, angenehmen Lautstärke und dann fängt das Kämpfen an und jetzt, die werden die Ohren weggepustet. Das ist einfach richtig krank, wie laut das Spiel auf einmal wird. Kein Problem. Nur wegen so ein bisschen Gekämpfe hier. Machen die Tür da selbstständig auf? Tatsächlich, machen sie. So. Im letzten Part wollte ich eigentlich noch was nachschauen, fällt mir gerade ein. Im Inventar. Habe ich dann aber nicht gemacht, weil der Part schon so lange war. Leichnam eines Soldaten. Eine Axt. Die macht tatsächlich gar nicht so schlecht Damage. Lumpen. Ah, Papierfetzen. Codex-Eintrag. Versprechen. Fähigkeit unzureichend. Kann ich leider, wenn ich stehlen skille. Nein. Oh. Kann er sich selbst bestehlen? Nein. Nein. Nein, da gibt's nichts zu stehlen. Okay, okay. So, haben wir das auch mal gemacht? Nee, ich wollte schauen. Wo sind denn hier die ganzen Verletzungen hin? So, es ist ja richtig krank. Heilt die die? Hier, einen Moment, ich schaue gerade ganz kurz. Ich glaube, die nehme ich dauerhaft mit. Die ist richtig krank, hier die Braut. Steht nichts von Verletzungen dabei hier. Okay. Aber ich glaube, die heilt die irgendwie schon so. Weil wir kaum noch Verletzungen kriegen. So, das ist echt krass. Fähigkeit unzureichend. Die Verletzungsausrüstung nehme ich dennoch mal mit. Dann sieht auch lecker aus hier. Und leckere Schaschlikspieße oder was. Wird erledigt. Yam, yam, yam. Oh, meine Frische, Mann! Hasse sowas, ohne Witz, Mann. Das ist einfach so lächerlich, das Projekt. Irgendwann sterbe ich mal hier wegen dem Herzinfarkt, weil der dumme Spiel irgendwelche dummen Viecher kreischenderweise auf mich schickt, wo ich nicht mal mit rechne, dass die kreischenderweise auf mich geschickt werden. Na, ich wollte gerade sagen, halt doch mal bitte einer den Alistar. Haben sie endlich getan. Kein Problem sein. Manometer. Natürlich. Was habe ich eigentlich noch Platz im Inventar? Ja, halbwegs. Das ist halt ein bisschen doof hier immer, dass man so lange keinen Platz im Inventar hat. Weil so verdammt viel Zeug hier ist. Das ist ein Templar. Er lebt ab.
Schon wieder? Ich weiß, wer ihr seid. Es funktioniert nicht mehr. Ich bleibe stark. Seid ihr in Ordnung? Er ist erschöpft. Und dieser Käfig. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ganz ruhig. Wir helfen euch. Genug der Vision. Wenn etwas in euch menschlich ist, tötet mich und beendet dieses Spiel. Die anderen habt ihr gebrochen. Aber ich bleibe standhaft. Für mich und für sie. Dreckige Blutmagier, in meinen Kopf einzudringen. Ich halte durch. Lieber sterbe ich. Ja gut, das mit dem Durchhalten hat jetzt nicht so gut geklappt, wenn man sich die geistige Verfassung von dem Boy hier anguckt. Ihr werdet nicht sterben, wenn ich es verhindern kann. Schweigt! Ich will nichts von euch hören! Und jetzt den Fort! Immer noch da? Bisher hat das immer funktioniert. Augen zu, Augen auf. Aber ihr seid immer noch da. Ich bin real und hier, um euch zu helfen. Verzeiht meine Vorsicht. Die Stimmen, die Bilder, so real. Hat Gregor euch geschickt? Wie seid ihr hergekommen? Ja, Gregor schickt mich. Irgendwie. Gut. Tötet Aldred. Tötet sie alle für das, was sie getan haben. Sie haben uns in Käfige gesperrt wie Tiere, um uns zu zerbrechen. Nur ich bin auch übrig. Einige haben sie in Monster verwandelt. Und ich konnte nichts dagegen tun. Wo sind Irving und die anderen Magier? Weitere? Wovon redet ihr da? Wo sind Irving und die anderen Magier, die gegen Aldred gekämpft haben? Sie sind in der Kammer der Läuterung. Die Geräusche, die von dort heraufdringen. Oh, Herr Bauer! Wir müssen uns beeilen. Sie sind bestimmt in größter Gefahr. Ihr könnt sie nicht retten. Ihr wisst nicht, was aus ihnen geworden ist. Aber ihr schon? Sie waren von Blutmagiern umgeben, die heimtückisch auf den Geist zu greifen und die Gedanken vergiften. Sein Hass auf Magier ist so stark. Die Erinnerung an den Tod seiner Freunde ist noch zu frisch. Ihr müsst dem jetzt ein Ende machen, bevor es zu spät ist. Was schlagt ihr also vor? Damit dieser Schrecken endet, damit keine Abscheulichkeit und kein Blutmagier überleben, müsst ihr da oben alles und jeden töten. Eigentlich, ja. Ja, ich kann es erst entscheiden, wenn ich es selbst gesehen habe. Es ist natürlich eure Entscheidung, aber bedenkt bitte, was ich zu sagen habe. Malefica erkennt man nicht am Aussehen. Ein einziger von ihnen könnte den Geist eines Königs übernehmen. Oder den der obersten Klerikerin. Meine Entscheidung steht. Möge der Erbauer auf euch herabblicken. Ich hoffe, euer Mitgefühl wird nicht unser aller Untergang. Ja. Den kann ich nicht retten, oder was? Ja. Die bösen Augen da drin. Gut. Ja, dann, ich wollte gerade eigentlich schauen hier im Inventar, was ich rauswerfen kann. Guck mal hier, das kann man mal... Habe ich einen Platz mehr. Top, ne? Ach warte, ich kann auch hier von Alistair die... Das ist doch viel besser, was ich hier anhatte, das Zeug bestimmt, oder? Ja, guck mal. Kann die Morrigan hier noch was anziehen davon? Nee, ne? Diese Lederrüstung, die zerstören wir mal. Ja, dankeschön. Ist ja was? Ich habe so viel Asche. Hier, 157 Gold und ich gebe davon auch nichts aus. Wenn ich das hier mitnehme, um das zu verkaufen, ist das nur dumm. So, tut mir leid. Zack, 50, 20 Inventarplätze frei. Geht hoffentlich.
Und begeben uns jetzt hoffentlich in den Bosskampf. Nehmt ihr mein kleines Geschenk an? Ah, was haben wir denn hier? Einen Eindringling? Seid willkommen. Möchtet ihr teilnehmen an unseren Festlichkeiten? Ich werde euch einfach töten, wenn euch das recht ist. Kämpft, wenn ihr wollt. Das versüßt mir nur den Sieg. Vergesst die Litanei nicht. Sie wird verhindern, dass Aldor die Kontrolle über die Magier übernimmt. Und uns so den Sieg bringen. Was für eine Litanei? Den Mist, den ich da vorhin aufgesammelt habe? Ja, halt bitte alles da, ganz schnell. Dankeschön. Wie denn? Wie verwende ich denn die Litanei? Ach so, wenn dann alles hier ist, dann... Ja, ist ja recht. Was macht der hier eigentlich? Der steht da und guckt sich das an. Ich glaube... Ich glaube, da ist diese Kriech-Animation hier nicht mehr so ganz auf dem Stand, muss ich zugeben. Das ist schon lustig, der steht da und... Ja, ist ja interessant hier, sieht ja schon top aus. Ich muss sagen, das sieht schon echt lustig aus, der Tipp da. Dass ich das hier einfach anguckt. Völlig emotionslos. Wie gut, einfach. Wie gut. Das ist einfach der Knüller, der Boy. Er ist einfach... Jetzt guckt er so dumm in der Gegend drauf. Ah, den muss ich retten. Warte. Litanei. Den will ich retten, der Typ, der ist mir echt sympathisch. Ach, wo ist die Litanei? Ach, du lieber Himmel. Ach, du lieber Himmel, wie gut. Benutzen. Der Typ ist mir halt einfach nur sympathisch. Den musste ich retten. Tut mir leid, einfach. So ein lustiger Typ, der da einfach steht und sich da... Auch wenn's ein Bug ist, tut mir leid, das ist einfach zu cool. Er steht da halt einfach und guckt sich das da an. Das ist einfach zu gut. Uldred. So. Warte, Asche erzogen, Handschuhe, kann... Asche-Regen-Handschuhe, Verzeihung. Die ziehen wir mal in Morrigan an. Top, neue Handschuhe für Morrigan. Zeig mal, wie sehen die aus? Ja gut, irgendwie die Maske da oben oder der Helm zerstört das Gesamtbild, muss ich sagen. Granat,
Alten 24 Silber. Oh. Erster Verzauberer Irving. Herr Bauer, ich bin zu alt für sowas. Irving, wie geht es euch? Es ging mir schon besser, aber ich lebe noch und dafür bin ich dankbar. Das ist doch wohl euer Werk, nicht wahr, Wynn? Ich will mich ja nicht außen vor lassen. Ich hatte Hilfe. Ja. Der Zirkel schuldet euch beiden mehr, als wir je zurückzahlen können. Kommt, die Templer warten. Wir müssen ihnen sagen, dass der Turm wieder uns gehört. Also gut, geht voraus. Ihr müsst mich die Treppe hinuntergeleiten. Verflucht sei derjenige, der festgelegt hat, dass der Zirkel in einem Turm sein muss. Na, sieht nicht so aus, als ob der noch irgendwie von einem Geist von dem befallen wäre oder so. Da hat die Litanei wohl gute Arbeit geleistet. Beim Atem des Erbauers. Ich glaubte nicht, euch lebend wiederzusehen. Es ist vorbei, Gregor. Aldred ist tot. Aldred hat die Magier gefoltert, um ihren Willen zu brechen und sie in Abscheulichkeiten zu verwandeln. Wir wissen nicht, bei wie vielem ihm das gelungen ist. Was? Macht euch nicht lächerlich. Natürlich sagt er das. Er könnte ein Blutmagier sein. Wisst ihr, was sie getan haben? Ich lasse so etwas nicht noch einmal zu. Ich bin hier der Kommandant, nicht ihr. Nun, was denkt der Kommandant jetzt? Wir haben den Turm zurückerobert. Ich vertraue Irvings Zusage, dass alles in Ordnung ist. Aber in ihnen könnten Dämonen lauern, die jetzt ruhen und abwarten. Genug. Meine Entscheidung ist gefallen. Danke. Ihr habt bewiesen, dass ihr ein Freund des Zirkels und der Templer seid. Was ist mit der dunklen Brut? Ich brauchte ein bisschen Hilfe. Ich habe euch Hilfe versprochen, aber der Zirkel existiert noch. Und jetzt muss ich die Magier beschützen. Aber sie können euch helfen. Sprecht mit ihnen. Also mit dem ersten Verzauberer Irving? Richtig. Irving, ich muss die Aufräumarbeiten im Turm überwachen. Vielleicht finden wir noch Überlebende, um die wir uns kümmern müssen. Entschuldigt mich bitte. Und Irving, es ist gut, dass ihr wieder da seid. Ach, wir gehen uns sicher schon bald wieder gegenseitig an die Kehle. Der alte Knacker. Da sind wir nun. Der Turm ein Chaos. Der Zirkel beinahe ausgelöscht. Aber es könnte noch viel schlimmer sein. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Als habe der Erbauer selbst euch zu uns gesandt. Ich bin hier, um Unterstützung gegen die Verderbnis zu erbitten. Euch gegen die dunkle Brut zu helfen, ist das Mindeste, was wir tun können. Ich habe all das nicht überstanden, um gegen die Verderbnis unterzugehen. Ich habe also euer Wort? Ihr habt mein Wort als erster Verzauberer. Der Zirkel wird sich den grauen Wächtern im Kampf anschließen. Das ist nett. Irving, ich habe eine Bitte. Ich möchte den grauen Wächter begleiten. Wynn, wir brauchen euch hier. Der Zirkel braucht euch. Ich danke euch für diese Worte, Irving, aber der Zirkel kommt auch ohne mich zurecht. Der Zirkel hat euch. Dieser Mann ist tapfer und gut und zu großem fähig. Ich möchte ihm helfen, seine Ziele zu erreichen, wenn er meine Hilfe annimmt. Ihr könnt mit mir kommen, wenn ihr wirklich wollt. Die behalte ich. Ich dachte anfangs, das wäre übelst die alte Schachtel, die nichts drauf hat. Aber die ist einfach übelst krass im Heilen so. Alistair und ich tanken den ganzen Scheiß weg. Morrigan macht ein bisschen Damage rein und die hielt da von hinten richtig krass rein. Das ist richtig top, die Braut. Die nehme ich mit. Ihr wart noch nie gern im Turm, wenn woanders ein Abenteuer zu erleben war. Warum bleiben, wenn ich woanders zu Diensten sein kann? Dann gestatte ich euch, dem grauen Wächter zu folgen. Doch wisset, dass ihr hier immer einen Platz habt. Es gibt hier viel zu tun und ich muss gehen. Vergebt mir, dass ich ein so schlechter Gastgeber bin. Ja, dann bis bald. Wenn es soweit ist, stehen wir an eurer Seite. Da könnte ich noch, glaube ich, Nebenquests bei dem machen, aber interessiert mich gerade nicht.
Vane stimmt zu. Ich habe tatsächlich bei der Plusverhalten gekriegt. So, Morrigan. Ja? Ja? Ich möchte euch was Persönliches fragen. Wir sind nicht allein, demzufolge auch nicht ungestört. Aber wenn ihr dennoch fragen möchtet, dann bitte. Was ihr wollt. Oh, schade. Nun gut. Ja? Ja? Wenn es sein muss. So, ja. Weißt du was? Seid ihr nun zu einem einfachen Dieb geworden? Wie traurig. Ja. Ihr solltet auf euch aufpassen. Das ist tatsächlich ein bisschen traurig. Ah, hier war doch der Beginn, oder? Dann hier will ich gar nicht mehr hin. Tschüss. Ich will nicht nochmal in den Kackturm. Bin froh, dass ich hier raus bin. Oh, ja, top. Was müssen wir eigentlich machen? Ich weiß es gar nicht. Die Verderbnis. Baue deine Armee auf. Kehre zu Al-Iman zurück und bereite dich auf das Landting vor. Du hast deine Armee aufgebaut und erwartest die Einberufenen des Landtings. Aha. Kehre zu Al-Iman nach Redcliffe zurück und bereite dich auf den Aufbruch nach Denerim vor. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt wohl zu Al-Iman, ne? Zu unserem alten, was war das, Onkel? Bürgerkrieg. Ross Redcliffe wird er wahrscheinlich abschimmeln, der Boy. So, ich hoffe natürlich, dass es jetzt keinen Kampf gibt. Das wird mich ein bisschen ärgern sonst. Schloss Redcliffe, vorher gehe ich aber nochmal ganz kurz weg hier. Und zwar, wieder in die Karte. Nicht hier in die Karte, hier in die Karte, genau. Und dann gehe ich mal ganz kurz zu unserem Lager. Weil ich möchte schauen, ob ich Michel da ausrüsten kann. Hallo Michel. Ah, du mieses Kleines. Was ich? Euer haariger Freund hier hat es mir übel genommen, dass ich seinem Fressen zu nahe gekommen bin. Er hat nach mir geschnappt. Seht nur. Guter Junge, erteil dem dummen Alistair eine Lektion. Böser Hund. Das macht man nicht. Ja. Ich vergesse einfach manchmal, dass er ein Kriegshund ist. Es wird mir eine Lehre sein. Wahrscheinlich habe ich Michel verhalten? Nee, gar nicht. Ich habe einst eine sehr alte Legende über die Hundekrieger gehört. Zur Zeit der alten Stämme sollen sie ihre Mabari mit dem Fleisch der Gefallenen gefüttert haben. Nun, das hat man mir zumindest erzählt. Manchmal soll es sogar Menschenfleisch gewesen sein. Ach komm, als würdest du den Unterschied erkennen. Woher weißt du denn, dass du nicht schon einmal mit so etwas oder so jemandem gefüttert wurdest? Falls du etwas schon gefressen hast und es nicht bemerkt hast, war es vermutlich ganz lecker. Ich wollte eigentlich mit Michel alleine reden. Seht nur, was euer Köter in meinem Gepäck hinterlassen hat. Ein verrotteter, halb zerfressener Hase ist nicht unbedingt das, was eine Frau in ihrer Unterwäsche finden möchte. Oh Mann. Die Antwortmöglichkeiten sind ja auch teilweise echt der Knüller, ey. Ach du Liebe, ey. Ist sie ruiniert? Heißt das, ihr könnt jetzt keine Unterwäsche mehr tragen? Vielleicht, aber das ist nicht der Punkt. Dieser dreckige Köter kann ihn zurückhaben. Hier. Und sagt ihm, er soll das nicht nochmal machen. Mach das nicht normal. Du bist ein Kriegshund, kein Kindermädchen. Oder du hast die Dame gehört. Ich will es nicht, du nutzloser Flohteppich.
Dieser Hund ist einfach klüger als gut für... Ich glaube, ihr habt seine Gefühle verletzt. Er versucht nur, uns zu manipulieren. Glaubt mir, ich mache es genauso. Alter, was ist denn... Ach ja, komm! Ich kann ihn aus 50 Metern Entfernung riechen. Gut, er wird unsere Gegner mit seinem Geruch in die Knie zwingen. Das ist möglich, aber ich bitte euch dennoch um Erlaubnis, ihn baden zu dürfen. Ihr wollt ihn baden? Könnt ihr nicht einfach... Staub wedeln, ja! Könnt ihr nicht einfach aufhören, ihn zu riechen? Macht nur, er ist wirklich ein wenig ungepflegt. Ausgezeichnet. Ich hole meine Seife und nach dem Abendessen bekommt der Hund dann sein Bad. Ah! Er knurrt einfach zurück. Stan und Michel zusehen. Du bist ein wahrer Krieger und verdienst Respekt. Ja, auf jeden Fall. Endlich! Suchst du deinen Weg durchs Innere der Welt? Du weißt aber, dass es eine Weile dauern könnte. Na, dann viel Glück dabei. Endlich haben wir mal den... Ich wollte den eigentlich ja was ausrüsten. Das ist schon ein nettes Tierchen. Einen Moment. Ich wollte Michel eigentlich hier meinen... den Mabari-Kram, den ich in der Höhle gefunden habe, ausrüsten. So, deswegen gehe ich mal nur ganz kurz mit Michel hier Schloss Redcliff rein. Da stehen wir ja quasi davor. So, ausrüsten. Michel kann ich sogar aufleveln. Ach du lieber Himmel. Aber richtig viel kann ich ihm sogar aufleveln. Hier, zack, 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 zack. Jetzt ich weiter. Spielen. So. Michel. Hier, Geschenk. Da hatte ich doch hier mit Sicherheit irgendwo. Nee, warte, das war ja gerade. Hier waren die Geschenke drin, ne? Hinterknochen. Aha, okay. So, da hast du ein kleines Geschenk gekriegt, na, mein Hund? So, gehen wir nochmal ins Lager ganz kurz. Ich mache jetzt hier ein bisschen sozialen Kram für den Rest der Folge noch, die paar Minuten. Morrigan steht da wahrscheinlich wieder außerhalb etwas, ne? Was ist hier denn los? Ach, das sind die Anführer der Leute, die ich schon als Verbündete habe. Okay. Okay, irgendwelche komischen Händler. Dass Morrigan so weit außerhalb steht, ist echt ein bisschen... Ja? Wenn es sein muss. Ja? Wir lagern. Es kann also gerne auch gleich sein. Dann redet doch. Schade. Ja? Wir lagern. Es kann also gerne auch gleich sein. Dann küsse ich sie nochmal. Ah, ein Romantiker. Ich sehe schon. Ah. Ja? Kann ich noch was machen jetzt? Es kann also gerne auch gleich sein. Dann redet doch.
Nee. Gut, dann, ich weiß jetzt, wie ich Geschenke mache. Deswegen. Wie hieß er hier? Severin doch. Severin hieß der Boy. Gehe ich mal mit Morrigan weg. Da, ja, nee, unbedingt. Den will ich eigentlich. Ich wollte nur Morrigan haben. Schloss Redcliffe. So. Tja. Kriegt das Fräulein von mir auch mal ein Geschenk hier? Ein schönes Geschenk. Vielen Dank. Aha, aha. Ein schönes Geschenk. Aha. Vielen Dank. Bin gespannt. Mag die sowas? Interessant. Ja, okay, gut. Was? Ihr habt das Zauberbuch von Flemeth gefunden? Oh. Seit wir wissen, in welchem Zustand der Turm der Magier ist, habe ich mich stets gefragt, ob es sich wieder beschaffen lässt. Aber euch nie darauf angesprochen. Was für ein Glück, dass ihr es selbst gefunden habt. Ich danke euch sehr und werde umgehend mit dem Studium des Buches beginnen. Was? Bekomme ich nicht mal einen Kurs? Nun, etwas sollten eure Mühen schon wert sein, nicht wahr? Ah. Ich habe ja jetzt einfach alles geschenkt, damit unsere Beziehung sich mit der mal ein bisschen, ja, nicht verbessert. Die ist ja schon eigentlich am besten. Ich lasse die Gelegenheit nicht verstreichen, mehr zu erfahren, als Flemeth mir mitteilen wollte. Das wird sicher interessant. Aha, Morrigan ist jetzt ziemlich hart bei uns, ne? Ich muss ja einfach alle Geschenke, die ich habe, in den Popo schieben hier. Amulett der Kirche. Das wäre, glaube ich, eher was für Alistair, oder? Das lasse ich erstmal. Das ist, denke ich, für Alistair ganz gut. Ein schönes Geschenk. Okay, Schmuck gefällt dir anscheinend auch. Interessant. Okay. Interessant. Okay. Ein schönes Geschenk. Das Dämonenamulett fandst du wohl besser als den Dämonenstatue. Drachenblutrezepte. Interessant. Kleiner Silberbarren. Interessant. Solange es so ein bisschen gibt, ist mir das eigentlich. Interessant. Interessant. Ziemlich egal, außer das hier, das. Oh, warte mal. Interessant. Aha, noch ein Geschenk gehabt? Oh. Interessant. Ich schenke dir einfach so Whisky und irgendeinen Käse hier. Okay. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie die Geschenke hier gehen. Top. Unsere Beziehung mit Morrigan ist ja richtig krass jetzt. Einfach. Gehe ich nochmal ins Lager? nee. Und, ja. Ich habe Mutters Zauberbuch studiert. Oh. Wollt ihr wissen, was ich gefunden habe? Was habt ihr gefunden? Es ist nicht, was ich erwartet hatte. Ich hatte auf eine Sammlung ihrer Zauber gehofft, ein Abbild ihrer Macht. Aber so ist es nicht. Aber ihr wirkt beunruhigt. Beunruhigt? Ja, vielleicht ist das das richtige Wort. Vor allem eines in ihren Aufzeichnungen beunruhigt mich wirklich. Hier erläutert Flemeth in allen Einzelheiten, wie sie es geschafft hat, die Jahrhunderte zu überdauern. Ein Unsterblichkeitszauber? Wenn es doch nur so wäre. Flemeth hat in ihrem langen Leben viele Töchter aufgezogen. Auch in den Legenden der Chasent ist von zahlreichen Hexen der Wildnis die Rede. Ich habe nie eine davon gesehen und habe mich immer gefragt, warum nicht.
Jetzt weiß ich es. Wenn ihr Körper alt und schrumpelig wird, zieht sie eine Tochter auf. Und wenn die Zeit reif ist, übernimmt sie den Körper dieser Tochter. Warum riskiert sie es dann, euch mit mir wegzuschicken? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es so, wie sie sagte. Die dunkle Brut bedroht sie ebenso wie alle anderen. Oder sie glaubt, die Reise würde mich mächtiger machen. In dem Buch steht, wenn der Wirtskörper bereits mächtig und in Magie ausgebildet ist, kann Flemeth ihn viel schneller übernehmen. Und was wollt ihr dagegen unternehmen? Es gibt darauf nur eine mögliche Antwort. Flemeth muss sterben. Ich warte nicht wie ein leerer Sack darauf, gefüllt zu werden. Flemeth muss erschlagen werden und dazu brauche ich eure Hilfe. Nun gut, ich werde euch helfen, wenn ich kann. Dann müsst ihr zu Flemeths Hütte in die Korkari-Wildnis zurückgehen. Ohne mich. Wenn ich bei ihrem Tod zugegen bin, könnte es sein, dass sie meinen Körper umgehend in Besitz nehmen kann. Daher muss ich im Lager bleiben. Stellt sie und erschlagt sie rasch. Ich bezweifle zwar, dass sie dann wirklich tot ist, aber es wird Jahre dauern, bis sie einen neuen Wirtskörper findet und ihre Macht wiedererlangt. Wenn überhaupt. Ich brauche ihr echtes Zauberbuch. Damit kann ich mich in Zukunft vor ihr schützen. Alles andere in der Hütte gehört euch. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Seid bedankt. Je früher das erledigt wird, desto früher kann ich wieder ruhig schlafen. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Positive Wertung, Kommentar nicht vergessen und tschüss!